Play Conference dieses Jahr hatten wir zwei Themenschwerpunkte an den Tagen. Am Tag 1 war das so die Frage, was macht eigentlich das Computerspiel als System aus? Da hatten wir einen sehr schönen Keynote-Vortrag von Aki Järvinen, wo er sein Game vorgestellt hat und so ein paar theoretische Aspekte, wie kann ich eigentlich Spiele analysieren? Und da hat sich schon gezeigt, eigentlich, man kann zwar einzelne Spielelemente analysieren, aber das Wichtige ist dabei eigentlich die Spieler und die Interaktion zwischen den Spielern und dass eine Dynamik und ein Flow entsteht, denn das macht die Magie von Spielen aus. Und sozusagen das, was die Spieler an Emotionen mitbringen, ist eben etwas, was man häufiger mal vergisst, wenn man Spiele analysiert. Das passte wiederum ganz gut zu Tag 2, da ging es nämlich um Gefühle und zwar mit Gefühlen spielen. Da hatten wir heute Morgen am Freitag wunderschönes Gespräch mit Raoul und Michelle. Die sind beide Entwickler von Life is Strange, ein ganz tolles Spiel. Und die haben eben stärker darüber geredet, was kann man an Design-Elementen einbringen, um eben Gefühle in Spielern hervorzurufen. Und was ist gleichzeitig eigentlich sozusagen, was passiert mit den Spielern während des Spiels und wie reagieren die da drauf? Also manche, die eben sich erinnert fühlen an ihre eigene Jugendzeit, wenn sie dieses Spiel spielen. Und das ist sozusagen die Bandbreite, um die es ging. Einmal dieses System und wie gestaltet man das und was sind so Spielelemente. Und das andere ist, was kommt eigentlich von den Spielern selber und was bringen die mit und wie kann man sozusagen da das analysieren aus ganz verschiedenen Perspektiven. Wir hatten ja Psychologen dabei, wir hatten Leute dabei, die Spiele selber entwickeln, wir hatten welche dabei, die Medienwissenschaften machen und versuchen, Spiele auf die Straße zu bringen, sozusagen das Digitale in die analoge Welt zu holen. Und das war so die Bandbreite, die wir an Workshops erlebt haben und wie letztes Jahr schon auch, war die Teilnehmer, die Zusammensetzung der Teilnehmer, die Besucher der Conference wieder sehr breit. Also da waren Sozialpädagogen dabei, Leute, die ganz viele Spiele selber machen oder auch selber spielen, aber auch Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben von Spielen und die einfach ein bisschen wissen wollen, ich bin jetzt vielleicht Lehrerin, was beschäftigt eigentlich meine Schüler den ganzen Tag und warum ist das Spielen für die so wichtig? Und das ist eigentlich toll, dass genau diese Gruppen miteinander in Austausch kommen und das hat man viel zu selten und das unterscheidet, finde ich, auch die Play Conference von ganz normalen Konferenzen, wo dann oft Wissenschaftler miteinander über etwas sprechen und das haben auch die Workshops haben das wieder gezeigt, also es ging nicht nur ums Reden, sondern am Ende wurden sogar Krabben geknetet für ein 3D-Modell, also das heißt, Theorie und Praxis ist da ganz toll miteinander verbunden und das ist die besondere Qualität der Play Conference.